Servus Mods, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das exklusive Interview mit B360. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz noch vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin der Matthias Braunöder, bin 20, spiele bei der Wiener Austria und ja, im österreichischen U21-Team. Meine Position ist im zentralen Mittelfeld und ja, das waren eigentlich so immer die Basic-Informationen. Erstmal Glückwunsch zur Verlängerung bis 2025. Ich habe auch schon in den sozialen Netzwerken immer überall gesehen, die Fans haben es auch viel gefordert in den Kommentaren, auch unter dem letzten Interview auf YouTube, auf dem Austria Wien Channel. Was ist das für ein Gefühl? Natürlich ein super Gefühl bei meinem Verein quasi, wo ich seit Kind auf spiele. Ja, jetzt nochmal vorzeitig quasi zu verlängern. Und ja, ich glaube schon, dass sich der ein oder andere Fan drüber freuen wird. Das glaube ich doch auch. Was waren denn für dich die entscheidenden Faktoren für die Verlängerung? Ja, einfach, dass der Weg, finde ich, bei der Austria stimmt. Also, dass die Tendenz klar nach oben geht, dass da was am Entstehen ist. Und ja, dass ich einfach bei diesem Weg der neuen Austria quasi einfach dabei sein will. Sicherlich spielen ja natürlich auch die Fans und vielleicht das Stadion auch eine Rolle. Ich meine, du bist ja auch schon jetzt echt eine lange Zeit dort. Was bedeutet das für dich, die ganze Fankultur? Na, ist schon auf jeden Fall was sehr Cooles. Vor allem für die österreichischen Verhältnisse haben wir wirklich, glaube ich, super Fans. Und ja, dadurch, dass ich früher selber Austria-Fan war quasi, beziehungsweise noch immer bin und jetzt quasi selber am Rasen stehe und nicht mehr auf der Tribüne, da ist das schon etwas sehr Besonderes. Wie sieht denn das Verhältnis zum Trainer aus und auch zum Sportdirektor? Was macht das besonders? Ja, ich glaube, zum Sportdirektor, ja, den kenne ich schon etwas länger. War früher unter anderem mein Co-Trainer in der U14, damals als er ja, ich glaube, noch aktiver Spieler war bei der Austria oder beziehungsweise ziemlich am Ende seiner Karriere. Und ja, mit dem Trainer habe ich auch ein super Verhältnis. Ja, er probiert mir immer zu helfen, mir Tipps zu geben. Und ja, natürlich was, auf das ich aufbauen kann. Natürlich, ja, schön zu sehen, dass da auch dann von der Seite da die Unterstützung da ist und der Weg da auch dann gemeinsam so weitergeht. Jetzt bist du ja zu der neuen Saison Teil des Kapitänteams geworden. Was das Gefühl auch jetzt schon mit 20 Jahren da auf dem Platz zu stehen und die Mannschaft anzuführen, wie jetzt zum Beispiel schon gegen Salzburg einige Minuten? Ja, ist wirklich, glaube ich, was nicht selbstverständlich ist, dass ich ja quasi jetzt mit 20 das erste Mal die Binde tragen habe dürfen. Und ja, ist natürlich für mich als, ja, als wirklich durch und durch Austrianer nochmal was Besonderes, dass ich ja quasi vom untersten Nachwuchsspieler quasi jetzt bis ja, zu einem Vizekapitän quasi gekommen bin. Und ja, macht mich wirklich stolz. Ja, fantastisch. Was für ein Weg, was für eine Geschichte. Genial. Dich zeichnet ja vor allem so deine mentale Stärke aus, unter anderem. Und mir kommt da direkt als Beispiel das Spiel U21 bei der ÖFB, wo du zur Halbzeit ausgewechselt wirst und dann direkt im Anschluss im nächsten Spiel im Derby gegen Rapid Wien das Tor machst. Wie schaffst du das? Was ist da dein Geheimtipp? Ja, also ich glaube zuerst mal, ja, war schon eine Enttäuschung. Es war auch das erste Mal quasi für mich, dass ich in der Halbzeit ausgewechselt worden bin in meiner Karriere, glaube ich. Und ja, ich habe aber dann einfach ja, probiert, wieder in mich zu gehen, versuchen daran zu glauben, was ich kann, was ich ja quasi auf dem Platz alles bringen kann. Und ja, dann gegen Rapid war ich natürlich top motiviert und ja, wirklich was Schönes gleich in der ersten Minute, in meinem ersten Derby, ja, mein erstes Bundesliga-Tor zum Schießen. Ja, brutal. Auch wieder eine Hammergeschichte, echt. Jetzt so ein bisschen Ausblick in die neue Saison. Auf welche Duelle freust du dich am meisten? Was sind so die heißesten Duelle für dich? Zum einen natürlich das Wiener Derby gegen Rapid. Ich glaube, das weiß man auch in Deutschland, dass das wirklich kein spezielles Spiel ist in Österreich. Absolut. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf das Spiel gegen Salzburg, weil wir uns wirklich mit einer auch internationalen Top-Mannschaft messen können. Und vor allem noch im Europapokal, weil das ja was Neues quasi für mich ist. Und ja, freue ich mich auch wirklich auf die ersten internationalen Spiele.
Was können wir denn von dir und aber auch von der Mannschaft in der neuen Saison erwarten? Was habt ihr euch da für Ziele gesetzt und gibt es da persönliche Ziele, die du selber hast? Ja, also mannschaftlich ist, glaube ich, das erste Ziel ganz klar mal wieder in die Top 6 zu kommen. In Österreich wieder nach der Hälfte quasi die Liga geteilt in oberes Playoff, in unteres Playoff. Das ist mal unser erstes Ziel quasi. Und ja, persönlich, ja, habe ich auch einige Ziele. Ich will auf jeden Fall, ja, noch mehr meinen Stempel aufdrücken in unserem Spiel. Mich, ja, richtig etablieren in der Bundesliga, auch über jetzt quasi mehrere Saisonen. Nicht nur eine, die ich jetzt quasi gespielt habe. Und ja, sonst auf jeden Fall will ich mehr Scorerpunkte erzielen wie letztes Jahr und ja, einfach meine Leistungen bringen. Falls ihr noch Lust habt, mehr über Mods zu erfahren, vielleicht auch das eine oder andere ein bisschen persönlichere, dürft ihr auch gerne noch bei dem weiteren Reel vorbeigucken, das auf unserem Channel hochgeladen wird, wo Mods dann nochmal ein bisschen was beantworten wird. Erstmal danke dir für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten und ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg für die kommende Saison. Mach so weiter, wie du aufgehört hast und ja, wie gesagt, danke für deine Zeit. Danke fürs Interview und ja, ciao, ciao. Ciao.